Jawohl, da sind wir wieder mit der vorerst letzten Folge mit Off-Kommentaren. Danach habe ich also dann das unabsichtlich aufgezeichnete Material auch aufgebraucht. Wir sind auf Puerto Vallarta in der Gärtnerhütte, wo ich also hier eine Kiste demontiere, die ich nicht brauche. Setze dafür zwei Holzklötze hin, schaue mich nochmal um und dann geht's raus. Wir machen dann auch hinter uns die Tür zu und hier geht es dann also wieder hoch. Da hinten seht ihr den Eingang zur Kellerbar. Da schauen wir aber jetzt nicht vorbei, sondern es geht erstmal wieder in die Hütte und ans Vorräte tauschen. Da sieht man, ich habe hier auf der Insel schon jede Menge Holz gefarmt. Das geht recht schnell. Wenn man die Bäume dann mit Knochenmehl düngt, sind die also ratzfatz wieder groß. Dann baue ich mir hier noch aus dem Sand, den ich am Vorabgebaut habe, etwas Sandstone, mach mir noch ein bisschen TNT, damit also der Schwefel weg ist. So, und dann packe ich mir die Kiste wieder voll. Und weiter geht's. Wir schauen jetzt mal in der Bar unten vorbei. Sieht schon recht nett aus, wird aber auch nochmal ausführlich vorgezeigt. Da an der Wand haben wir eine ganze Reihe Dispenser, wo man also das ganze Essen rauskriegt. Rohen Fisch, gekochten Fisch, rohes Fisch, Fleisch, gekochtes Fleisch, Brote und Eier. Und hier bin ich gerade dabei, das umzubauen, denn ich habe hier noch einen freien Dispenser. Der muss auf die andere Seite, denn dort sollen nachher Torten rauskommen. Die sind zwar recht aufwendig zu machen, finde ich, mit den drei Eimern, die man dafür braucht, aber zu der Vollständigkeit halber wird das hier einfach noch platziert. Ja, vom Prinzip her drückt man also auf den Knopf und dann kommt dann da eine Torte raus. Dafür musst du halt hier die Workbench umziehen. Links daneben gibt es dann so die Ausstattung für die Monsterjagd. Lederkutten, Lederhosen, Bögen und Stahlschwerter. Ich hatte auch mal einen Dispenser, in dem ich die Pfeile drin hatte und das war ehrlich gesagt nicht so eine gute Idee, wie man sich denken kann, wenn man da auf den Knopf gedrückt hat. Aber naja. Ja, hier wird also das Schild gemacht, damit man nachher weiß, was da rein und rauskommt. Na, hinten in der Ecke, da haben wir noch eine Kiste. Da habe ich so ein paar Vorräte noch drin. Ach so, Pilzsuppe gibt es natürlich auch aus dem Dispenser. Die Zutaten habe ich also hier schon dabei. Da sind auch die Pfeile, die vorher in dem Dispenser drin waren. So, nochmal kurz umgeguckt. Und da hat man also die Sitzbänke und hier geht es dann rein in den Club des neuen Anfangs, den Monster Spawner oder Monster Falle, je nachdem, wie ich mir das hier dann ausbaue. Ich schaue mich da einfach mal kurz um. Das ist alles entstanden, als ich hier den Sand aus der Insel rausgeholt habe. Da wisst ihr also, wo der ganze Sandstone herkommt. Das war alles Sand. Ja, ich habe teilweise die Uferlinie außen mit Gravel ausgeschüttet und dann halt von innen her ausgegraben alles. So habe ich mir also den Sand da rausgeholt, obwohl der teilweise unter dem Meeresspiegel lag, aber halt auch gleichzeitig damit die Insel vergrößert, sodass ich also mehr Fläche hatte, um Bäume zu pflanzen. Habe auch die Inseloberfläche oben planiert, sodass man da einfach Platz hat. Und ja, das wird, denke ich mal, wenn das fertig ist, werde ich hier Puerto Vallarta dann auch nochmal richtig in einem schönen Special vorstellen, so wie ich das mit dem Creeper Memorial auch schon gemacht habe. So, jetzt sollte ich mal langsam aufhören, mich hier umzugucken und mich wieder auf den Weg machen. Naja, da ist mir einiges durch den Kopf gegangen und überlegt habe, was ich da nun mache und wie ich es mache, wie ich die Monsterfalle da anlege, da mit der Lava da oben zum Beispiel, dass man die ausnutzt und dann so eine Falle baut. So ein Häcksler, wie ihn Zaran zum Beispiel gebaut hat. Und dann muss man halt gucken, wie man dann das Wasser anlegt, dass also das Loot auch schön zu einem hingetrieben wird. Schöne Balken an der Decke, wie sich das für eine rustikale Kellerbar gehört. Bin auch am Überlegen, ob ich da die Zwischenräume ausfülle mit Wolle, dass da nochmal ein bisschen Decke reinkommt.
Das sind alles Tonboxen. Da wollte ich mal einfach testen, wie die sich anhören. Die hören sich aber nicht gut an. Die haben sich an anderer Stelle schon mal besser angehört. Und das konnte ich da einfach nicht glauben, dass die sich so scheiße anhören. Deswegen teste ich das dann nochmal an. So, das wird also noch schön ausgestaltet. Ich meine, der Teppich ist ja schon drin. Der Zugang ist schon schön gebaut. Und das sieht soweit schon mal gut aus. Nochmal kurzer Blick ins Inventory. Und dann geht's weiter mit dem Boot. Ich frage mich jetzt gerade, wohin ich da unterwegs bin. Jawohl, zum Strandhaus. So wie das aussieht, die Richtung, die ich da einschlage. Auf der linken Seite, auf der Ecke, sieht man die Bucht, wo ich nachher die Ecke für die Untergrundbahn hinbauen will. Vorne taucht jetzt schon das Strandhaus auf im Sonnenuntergang. Schönes Bild. Dazu die passende Musik. Das geht ja. So, im Strandhaus selber gibt es dann nochmal wieder jede Menge Materialtausch, den ich hier rausgeschnitten habe. Werden Kisten umgepackt unten dann auch in der Mine. Da packe ich dann auch den Diamant weg, den ich gefunden habe bei der Höhlenexpedition. Der kommt dann auch an den Platz, wo er hingehört. Das mal unten in der Höhle. Habe ich mal rausgeschnitten, den Teil einfach. So, oben nochmal kurz in die Kiste geguckt, was wir mitnehmen müssen. Ein paar Baumsamen greife ich mir hier ab, damit das Inventory auch schön gut gefüllt ist. Und jawohl, nochmal kontrolliert und weiter geht's. Mach schon. Die Ente nehmen wir noch mit, die Feder lassen wir uns nicht entgehen. Die Kühe da hinten lassen wir aber in Ruhe. Die kommen ja nicht mehr an mein Getreide ran, an die Farm. Und dann geht's weiter jetzt zum Creeper Memorial. Da will ich nämlich ein bisschen auch noch was abholen, nämlich ein paar Bücherregale. Die will ich mir nämlich oben noch ins große Bootshaus reinzimmern. Da habe ich noch eine Ecke, die mir nicht so gefällt, und da sollen halt die Bücherregale rein. So, da kommt schon langsam das Bootshaus in Sicht vom Creeper Memorial. Im Hintergrund dann das Creeper Memorial selber. Gerade bei Nacht immer wieder ein schöner, imposanter Anblick. So, hier haben wir eine schöne breite Einfahrt. Da toben öfters Schafe und Kühe und alles mögliche andere Viehzeug auf dem Dach herum. Das macht da nichts. Denn auch der Aufgang ist ja nochmal überdacht und gesichert. Das geht also soweit. Hier muss man nur aufpassen, dass da nicht oben auf der Kante irgendwas steht, was dann auf einen herunterspringt. Und da auch nochmal kurz gecheckt. Alles klar, dann schwupp hinein und nach oben durch. Kontrollblick, ob nichts angefangen hat zu brennen, so wie das beim Special war. Das Problem scheine ich da inzwischen im Griff zu haben. So, dann da in die Kiste geguckt und raussortiert, was ich brauche, nämlich die paar Bücherkisten. Nehmen wir zwei mehr mit, dass wir eine Konserve haben. So, die Federn noch weggepackt. Und nochmal kurz überlegt, habe ich alles dabei? Ist alles in Ordnung? Habe ich mein und so weiter? So. Jawohl, dann mache ich mir noch ein paar Sticks, so wie das hier aussieht, weil ich gerade davon nur einen habe. Einfach mal so. Und jetzt mache ich mich hoffentlich auf den Weg. Nein, ich gucke nochmal nach. Das ist halt so, jawohl, ich packe noch ein bisschen Stein ein, der dann auch irgendwo nochmal wieder in eine andere Kiste reinkommt. Das ist halt hier auch so ein. Ich bräuchte eigentlich einen Spediteur,
Job irgendwie, der hier das mir alles so hintransportiert, wie ich das eigentlich haben will. Der Haken ist, ich will es halt öfter immer mal wieder ein bisschen anders haben. Ändert sich ja laufend so das eine oder andere. So, dann geht's wieder runter ins Bootshaus. Die Kuh wird kurz aus dem Weg geräumt, die hat da nichts zu suchen. Die Wolle nehmen wir auch mal mit, wenn Gronkh das wüsste. Und ja, jetzt kommt so eine kleine Speedboot-Tour. Die nachfolgende Bootsfahrt habe ich einfach mal ein bisschen beschleunigt im Zeitraffer, damit wir hier mal ein bisschen Tempo kriegen. Passende Musik drunter, das Thema von Miami Vice. Und ja, die Bootsfahrt selber läuft jetzt hier mit, glaube ich, dreifacher Geschwindigkeit ab. Rechts sieht man Puerto Vallarta. Und dann geht es jetzt zwischen den Inseln hindurch wieder zum großen Bootshaus. Ja, so die wichtigen Durchfahrten einfach mit Fackeln markiert, dass man da die Orientierung hat. Und hinter dieser Brücke rechts, da ist es dann schon. Denn da sieht man auch nochmal die Ecke, wo ein bisschen vom Dach fehlt. Das will ich jetzt auch noch korrigieren. Aber da sind noch dran gebastelt. Aber erstmal sammeln wir da die Reste vom Boot ein, das wir beim Anlegen zerlegt haben. Und dann packen wir den mitgenommenen Sandstein da noch in die Kiste, dass wir den wenigstens komplett an einer Stelle haben. Dann geht's weiter ab nach oben. Da sieht man nochmal die Stelle, die vom Dach fehlt. Und genau hier diese Stelle meine ich, da setze ich mir jetzt die Bücherregale rein. Das mit dem Zaun und den Halfstones oben drauf war eh nur eine Notkonstruktion, damit die Ecke einfach nicht so nackt aussieht. Und ja, ich weiß, das Holz mit der Axt sollte man eigentlich mit der Axt abbauen, aber ich habe halt keine dabei und mache das dann einfach mal fix. So, dann werden da die Bücherregale reingesetzt. Und dann sieht das Ganze schon aus wie geplant. Wenn man sich auf der Etage mal weiter umguckt, da ist ja schon einiges an Bücherregalen. So war das geplant. So soll das sein und so gehört sich das auch. Dann geht es wieder nach unten, denn ich brauche ja noch die Halfstones fürs Dach, also die Stone Slabs nennt man sie ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich alles dabei habe oder erstmal nochmal zum Vorrennen muss. Ich glaube, ich muss nochmal zum Vorrennen, um mich da noch einzudecken, weil im Bootshaus hier hatte ich keinen Cobblestone. So, und da mein schöner Zug nicht da ist, gehe ich die Strecke mal zu Fuß. Und da mir der Weg drumherum zu lang ist, hüpfe ich mir da einfach mal runter und nehme hier ein bisschen schräg die Abkürzung durch die Wüste. So, wo kommt man doch auch dahin? Wenn man sich das nämlich mal auf der Karte anguckt, meine ganzen Standorte, die ich so habe, also das Strandhaus, Puerto Vallarta, das Fort, die Färberei, die große, und dann die Pyramide, die wir gebaut haben, der Mineneingang, wo wir die große Höhle erforschen, und das Creeper Memorial, die liegen alle auf einem Kreis. Und das hat natürlich den Vorteil, dass ich jetzt von der Strandhütte aus zum Beispiel in eine andere Richtung einfach es nicht mehr so weit habe zu neu entdeckendem Gebiet, wo ich dann eben zum Beispiel auch Lapis Lazuli finde. Das wird nachher auch sicherlich ein Vorteil für die Bahnstrecke, mit der ich die Standorte verbinden will. Also das habe ich schon irgendwie ganz gut hingekriegt, dass sich die Sachen bei mir so im Kreis halt befinden oder einen Kreis bilden. Da kann man halt rechts rum, wenn man irgendwo hin will, links rum, wenn man irgendwo hin will, man kann direkt irgendwo hin. Man hat doch relativ kurze Wege. Wie ihr hier seht, so, da schnappe ich mir die Stone Stairs.
Und habe ich nicht was vergessen? Doch, ich habe was vergessen. Ich muss mir doch noch die Halbsteine machen. Oder habe ich die dabei? Die habe ich gerade in der Hand, so wie es aussieht. So, wieder geht's schräg durch. Diesmal nehme ich die Kakteen mit. War nicht so schön. Macht aber nichts. So, denn ich möchte nämlich auch die Lücke oben am Dachrand begradigen oder beseitigen. Man sieht ja, die Stepstones springen eine Reihe vor. Und das sieht oben, wo das Dach dann wieder ein Flachdach wird, nicht so gut aus. Das will ich jetzt auch zusammen mit der Reparatur hier beheben. Ja, und hier stelle ich gerade fest, dass ich mich ein bisschen dämlich angestellt habe, weil aus dieser Stellung kriege ich den Stepstone da nicht rein. Aber nicht verzagt, gleich daneben nochmal ein Arbeitsgerüst hochgezogen. Und von da aus klappt das dann. Kommt der Stepstone an seinen Platz. Wunderbar. Und dann können wir auch aufs Dach rauf. Und diese Lücke meine ich, nämlich hier, die man jetzt hier links sieht, ne? Die Stepstones ragen über die Hausseite hinaus. Und das Dach entsprechend geht nicht weiter. Das sieht nicht so schön aus von unten. Es gibt eine hässliche Kante. Und ich will einfach mal sehen, wie das aussieht, wenn ich das hier mit den Halfstones oder Slabstones dann zumache. Und dadurch, dass sie diese schöne Textur an der Seite haben, gibt das nochmal optisch was Interessantes. Das dürfte sicherlich gut aussehen. Es ist halt nur die Frage, ob ich dann die Reihe Stepstones komplett ums Dach rumziehe oder ob ich es nur an den Giebeln so lasse. Was ich dann mit den Fackeln mache, das ist auch noch eine Sache, die man sich da überlegen kann. Muss man mal sehen, wie das aussieht. Muss man sich dann erstmal angucken, muss das erstmal ein bisschen wirken lassen. Und wenn ich hier den Stein da falsch hinknalle, geht's hier einfach mal weiter. Was halt schön gelungen ist, ist diese Gaube da für den Eingang oben bei der Bahn. Die sieht wirklich schön aus. Das passt auch alles. Das war auch der Punkt, an dem ich mit dem Haus angefangen habe. Also von da aus habe ich das Haus gebaut. Da ist die Bahnstrecke daran gezogen. Damit hatte ich dann die erste Ebene oben für das Obergeschoss. Und dann ging es halt nach unten weiter. Das hat sich ganz gut so ergeben, wie sich das ergeben hat. So, dann machen wir hier mal Spurenbeseitigung. Sand haben wir nicht dabei, da muss aber noch einer in dem Loch drin liegen. Junge, komm schneller drauf. So, sammeln wir erstmal noch die anderen Materialien ein und dann holen wir uns den Sand da aus dem Loch und packen den wieder rein. So, sieht das doch schon besser aus. So, weiter geht's. Wir fahren wieder, glaube ich, mit dem Boot los. Aber erstmal gucken wir hier noch ein bisschen in die Kisten rein. Genau, den Stepstone packen wir uns dazu. Und die Stone Slabs. Dass wir das Material da haben. Und holen uns noch ein bisschen Stein ab. Den wir eigentlich ganz woanders lagern wollen. Jedenfalls in diesen Mengen. So, einmal Pfeile noch nachgefüllt bei der Gelegenheit. Und dann geht es wieder weiter. Mit so einem Block blockiere ich mir da die Ausfahrten, damit also das Boot nicht rausgeschubst wird. Normalerweise mache ich das auch nicht immer, ihr habt es ja gesehen. Und jetzt geht es also wieder zur Gießerei, so wie das aussieht. Das ist halt die Sache, wenn man hinterher kommentiert und ich habe hier jetzt na, gute 20 Minuten wird diese Folge, damit ich halt alles Material verbrauche,
was hier so unbeabsichtigt entstanden ist. Ich finde es aber ganz gut so. Ist mal was anderes. Und ja, hier hat man jetzt natürlich auch wieder das ein bisschen beschleunigen können, die Bootsfahrt. Das ist jetzt so ein bisschen besinnlich. Macht aber nichts. Denn so kann man sich das Ganze nochmal angucken und vielleicht, und euch prägt sich dann vielleicht auch so ein bisschen die Anlage der Welt hier ein, wo das alles bei mir gegliedert ist. Ich meine, im ersten Teil am Anfang habt ihr ja die Übersichtskarte, da ist ja alles nochmal beschrieben. Wir biegen jetzt hier nach links ab. Da hinten sieht man also mein Seezeichen aus Sand, das ich da an die Wand gesetzt habe, dass da einfach ein Pfeil ist, der nach links zeigt. Da stehen zwei Fackeln noch davor, dass der halt nachts schön beleuchtet wird. Den habt ihr ja auch nicht das erste Mal gesehen. Das kleine Bootshaus kennt ihr ja auch schon. Da passt das jetzt mit der Einfahrt nicht so ganz. Da müssen wir noch ein bisschen. Zack. Genau. Die Einfahrt ist halt auch nur zwei breit und deswegen muss man die halt genau treffen. Und das klappt normalerweise auch. So, da haben wir es. Tür zu. Sonne geht gerade unter. Passt also soweit. Kommt das denn her? Und ja, dann gehen wir jetzt zur Färberei runter in den Keller. Packen da das ganze Material weg. Das bisschen Leder hier nehmen wir doch auch noch mit, einfach wenn es so schön am Wegrand steht. So, und dann geht's runter in den Keller. Da wird halt das Material dann verstaut. Und damit haben wir es soweit wieder mal. Die nächste Folge ist dann also wieder live.